Schwingen absolut kein Männersport, auf jeden Fall nicht, was Zuschauer betrifft. Ein Haufen Frauen sind da, ein Haufen Kinder bei dem Rintaler Oberländer Verbandsschwingfest, am ersten Kräftemessen, Freiluftkräftemessen, muss ich sagen, im Jahr 2019. Ein achtköpfiges OK, 250 freiwillige Helfer, vor allem von der Männerriege Grabs und auch anderen Vereinen, haben das eben ermöglicht, bei dieser riesigen Kulisse. Ein unglaublicher Zuspruch hat das Fest gefunden und, wenn wir ganz ehrlich sind, ihr kennt wahrscheinlich Schwegalp, aber diese Kulisse hat es auch in sich hier beim Unterdorf in Grabs. Über 120 Schwinger sind angetreten, das ist noch männlich geblieben. Die Arbeit auf den Segmentplätzen ist also eindeutig männlich, aber drumherum ist es echt vielfältig. Da können Frauen, Kinder, Ältere, Jüngere, also es ist ein riesiges Interesse an dem Schwingen. Und ganz ehrlich gesagt, wenn wir dann eben zuhören, dem Ernst Frehner, der jetzt das Schwingen, der Beitrag hier live kommentiert, mit ein paar Schnittlinien und jemand mal der Ton macht, ein bisschen Pfüt, ja, wie wir mal Unterbrüche hatten. Also dann ist man auch fasziniert von dem Schwingsport. Der Ernst Frehner bringt jetzt euch den Schwingsport näher. Wir fangen ab im ersten Gang, gehen nachher dann weiter in den nächsten Gang. Ja, hören dem Ernst einfach zu. Das ist der Kobler Janosch. Er schwingt im Schwingclub Mittelrintal. Das ist der Bauer, der Sennenschwinger, mit dem Burghalter Thomas. Das ist ein Junior vom Burghalter Stefan, der ja auch hier an dem Fest teilnimmt. Der Burghalter Thomas ist noch Jungschwinger und ist im Turnerliebli. Und der Kobler Janosch, wie ich gesagt habe, hat Sennengewand an. Jetzt Bodenarbeit. Da versucht natürlich der, der ohnehin ist, sofort rauszukriechen, wie es jetzt der Kobler Janosch macht. Und so ist es zwecklos. Und so greifen sie nochmal frisch. Wie das jetzt aussieht, kommt es da zum gestellten Gang. Hat keine so richtig die Oberhand. Das Ziel wäre natürlich schon gewinnen, aber wenn man den sieht, jetzt sucht er nochmal den Kobler Janosch. Unter anderem schön lehren. Aber es war am Rand des Segments. Und so müssen sie wieder reingreifen. Das war eine gute Attacke. Und so kommt es raus, wie ich prognostiziert habe. Sie stellen. Würde mich erstaunen, wenn hier einer von beiden 9 überkommt. Ich denke, das gibt eine 8,75. Wir sehen es, wenn wir die Rangliste haben. Jetzt haben wir einen Lokalmatador an der Arbeit. Auf dem Platz 3. Da ist der Faust Schettil. Da ist der grösser, der wuchtiger Schwinger. Der Faust Schettil hat heute Morgen noch gesagt, er sei gut zu wegen. Er ist ja von einer langen Verletzungspause weggekommen. Jetzt hat er gerade das Schwein gehabt, dass er sich können ausdrehen konnte auf dem Füdli, wie man so sagt. Und eben nicht auf der Rücken gefallen ist. Jetzt kommt wieder ein Angriff vom Schettil. Aber der Witterwiler kann sehr gut dagegenheben, parieren. Und so müssen sie wieder greifen. Auch hier sieht es noch nicht so aus, dass das um 9 Uhr langen würde, wenn es einen Gestellten gibt. Nach 5 Minuten. Lassen wir uns überraschen. Es müsste jetzt schon noch einen explosiven Angriff kommen vom Schettil, dass er hier zum Resultat kommt. Er probiert es mit dem Kurz, aber der andere Witterwiler hängt sofort ein. Und dann muss der Schettil eben aufpassen, dass er nicht selber noch drunter kommt. Jetzt müssen sie greifen, bis der Kampfrichter gut sagt. Jetzt ist es passiert. Und jetzt können sie wieder loslassen. Sehen wir, wer kommt noch? Ja, es reicht so nicht. Und so damit ist der erste Gang vom Faust Schettil gestellt. Ist für ihn sicher eine leichte Enttäuschung. Er hat sich halbwegs mehr erhofft von dem ersten Gang. Ja, nun, jetzt kommt in der nächsten. Schauen, ob es dort besser geht. Jetzt kommt es zu den ersten Spitzengängen. Und zwar gerade den rechten auf dem Platz 4. Bösch Daniel steht schon bereit in der Mitte. Er kommt mit dem Eidgenoss Kreiwil Tobias. Beide Eidgenossen. Der Bösch Daniel Sieger am Unspunnen gsi. Und auch schon einige Schwingfester können gewinnen. Der Kreiwil Tobias, er kommt aus dem Turgi. Für die Schwinger ist ein Verbandsschwingfest natürlich auch sehr wichtig als Standortbestimmung. Sie kommen jetzt aus dem Wintertraining, wo sie vor allem Kraft, Kondition trainiert haben und im staubigen Schwingkeller natürlich auch Technik gefeilt haben. Aber jetzt wollen sie zuerst mal raus, mal schauen, wo stand ich, wie haben sie Gegner. Und jetzt greift der Bösch Daniel an. Der Kampfrichter hat abgerufen, weil es am Rand des Segmels war.
Die beiden Schwinger kennen sich natürlich auch innerhalb des Nordostschweizerischen Schwingerverbandes. Die haben immer zusammen Zeug, trainieren dort miteinander im Hinblick auf das Eidgenössische. Und so weiss jeder ein bisschen, wie der andere schwingt, wann er für Stärken hat, wo sind Schwächen. Das wird in den Wochen, in denen die zusammenkommen, sehr fleissig geübt und probiert. Damit's denn jetzt kommt der Angriff von Pösch Daniel. Platt hätte dran können. Ich sage mir jetzt drücken, Kreienbühl hätte nichts mehr entgegenhaben. Das gibt jetzt, wenn wir die Noten vielleicht einmal anschauen wollen, ohne den Kampfrichter wollen drittschnorren. Pösch Daniel, 10, Platt hier, ich sage mir aus dem Schwung raus. Kreienbühl sehr wahrscheinlich nur 8-5, weil er weniger können zeigen in dem ersten Gang. Und jetzt geht Schlag auf Schlag. Jetzt kommt der Bless Michael. Ein ganz böser, bärtiger Sennenschwinger aus dem Appenzell. Und er kommt mit dem Oldie auf den Platz über. Burkhalter Stefan, der schon über 40 Jahre alt ist. Er ist ein Turnerschwinger. Und sein Sohn ist ja ebenfalls da. Und sie gehen viel miteinander jetzt ein Schwingfester. Und jetzt wird zusammengegriffen, bis der Kampfrichter es gut gibt. Das könnt anfangen. Bless ist ein attraktiver Schwinger. Er sucht immer eine Entscheidung. Geht dann etwa mal eben auch in den Konter rein. Aber bin gespannt, wie er zu Wege ist heute. Und schon sieht man es, Bless sofort in die Offensive, sofort in Angriff. Das ist sein Stil. Er kämpft fast immer so. Griff sieht man, einer geht immer hinten an den Gurt und das andere ist Gestöss, wie man sagt, in der Hose. Und jetzt zücht er sofort wieder den Bless, aber der Burkhalter ist natürlich auch nicht aus Pappe und sucht sein Glück im Konter. Erstaunlich ist ja schon, wie der Burkhalter Stefan auch ein kleiner Schwingfester immer wieder ein gern gesehener Gast ist. Und er hat ja schon eine riesige Kranzausbeute. Er hat, denke ich, ja, hoffentlich erzähle ich keinen Blödsinn, über 100 Kränze schon können machen. Und hat immer noch nicht genug. Vielleicht auch die Angst im Sohn. Jetzt hat er Kreuzgriff, aber der Konter vom Burkhalter ist sofort gekommen. Wenn er mit der Hand hinterlangt, jetzt wieder Bläs vorher. Das ist dann eben ein sogenannter Kreuzgriff. Der hat versucht zu lehren, aber der Burkhalter, der ist ein Routinier, der weiß auch, wie man Konter ansetzt. Jetzt zieht der Bless wieder und der Burki hat wieder super kontert, aber der Bless konnte auf die Seiten ausweichen. Ja, überraschend, wie der Burki da sein Heil auch in seinen Konter sucht und offenbar auch fast findet. Wird wohl das letzte zusammengreifen sein von den 5 Minuten, die der Gang dauert. Der Kampfrichter geht es gut und der Bless besucht sofort Konter vom Burki. Und ganz überraschend, mal für mich, der Oldi gewinnt gegen den Angriffig Bless Michael. Er hat gerade einen können abfangen von ihm. Voilà, voilà. Erstaunlich. Zeigt doch, dass der Burki zu Weg ist und trainiert dort auch über den Winter. Jetzt kommt es zum Gang zwischen dem Gigersemi und dem Wickelbert. Der Gigersemi hat im Jahr 2014 auch in Grabs als 16-Jähriger sein erstes Schwingfest gewinnen. Das Verbandsschwingfest hier in Grabs, wo wir in der Ritthalle unten hatten. Und dort ist er ganz überraschend als 16-Jähriger an der Spitze der Rangliste zu finden gewesen. Sein Gegner ist der Wickelbert. Der Wickelbert ist ein Toggenburger Teilverbandskanzler, also noch kein Eidgenoss. Aber er hat im Herbst letztes Jahr das Toggenburger Verbandsschwingfest für sich entscheiden. Also ein nicht zu unterschätzender Gegner. Der Wickelbert hat den Gigersemi bekommen, weil der Herrscher Martin, der Appenzeller, krankheitshalber absägen musste.
Und so damit hätte er müssen, oder muss er jetzt von der Einteilung her, gegen den Sieger von der Jahreswertung, von der Schwinger letztes Jahr, Gigasemi antreten. Sicher kein leichter Gang für den Wickli-Bert. Wir wollen schauen, wie es da rauskommt. Kampfrichter ruft die beiden Schwinger in die Mitte, bevor es gut gibt. Und wenn sie dahin sind, okay, jetzt können sie loslassen. Wickli geht sofort in die Defensive, lässt den Griff los. Und der Gigasemi probiert bereits zu zücheln und ihn so der Wickli-Bert können auf den Rücken zu legen. Der Wickli-Bert ist aus Ennepühl. Gigasemi von Ottenberg, Thurgau. Sein Vater ist ein Appenzeller, ebenfalls Eidgenoss, Giger Emil. Und seine Mama kommt aus dem Bernpiet. Jetzt wohnt aber der Semi im Thurgi bei seiner Mama. Die Eltern sind geschieden. Ja, der Wickli-Bert geht ganz fest in die Defensive. Sieht man seine Haltung an. Semi zücht, versucht auf die andere Seite zu leeren. Und hat dann jetzt am Boden und versucht dann jetzt dort dingfest zu machen. Das wird natürlich der Schwingkeller auch fleissig geübt. Die Gegner am Boden können zu übertreiben auf den Rücken. Ja, das sieht schlecht aus für den Bert. Semi packt ihn schön ein, lässt sich Zeit, muss ja nicht hetzen. Und so dreht er ihn auf den Rücken. Das ist jetzt ein 9,75 für den Semi. Ein guter Start für ihn. Der Wickli-Bert kommt hier nur ein 8,5 über. Jetzt kommt der viermalige Sieger, der Bündner Eidgenosse Orli Kamon, auf den Platz. Er, der im Schlussgang gestanden ist, am Eidgenössischen gegen den Glarner Matthias, dort verloren hat. Und das andere, ja, das Männchen drückt. Rund, kugelig, aber explosiv. Schneider Dominik, ein Thurgauer Eidgenosse. Ja, das ist auch noch typisch von Spitzenschwingern. Da wartet jeder auf einen Angriff vom anderen, damit er kontern kann. Aber das kann man natürlich nicht 5 Minuten machen, sondern muss ja dann selber mal etwas probieren. Und das wird auch in dem Gang sicher der Fall sein. Orli Kamon kommt von Langquart, also ganz in der Nähe, im Rintel, aber er schwingt für Bündner. Und jetzt kommt wieder ein Zug vom Orli Kamon. Er bringt ihn in die Seitenlage. Kann er leeren? Kann er leeren? Er lässt sich Zeit. Und jetzt sind sie wieder am Rand. Und jetzt müssen sie wieder in die Mitte. Kampfrichter hat schon abgerufen. Das Publikum freut sich, dass hier offensiv geschwungen wird. Orli Kamon hätte ja letztes Jahr im Wartau oben können. Das Schwingfest für sich entscheiden. Jetzt kommt aber wieder ein Konter vom Schneider Dominik. Ja, nicht ganz ungefährlich. Jetzt zeigt der Kampfrichter noch 1 Minute an. Das Zeichen jetzt zum Schlussport anzusetzen. Sehen, wem gelingt es. Orli versucht es auf B-Seite. Kann nicht lehren. Schneider steht sehr stark in der Verteidigung. Jetzt kommt wieder ein Zug auf die Seite. Jetzt versucht er zu lehren. Der Schneider Dominik, wie ich gesagt, gut in der Verteidigung, aber jetzt sieht es nicht gut aus. Das könnte lange. Und so gewinnt Orli Kamon in den letzten Sekunden, kann man sagen, den Gang gegen einen sehr starken Schneider Dominik, der sich sehr gut gewehrt hat und auch die Offensive gesucht hat. Das sind die Spitzengänge vom ersten Gang. Jetzt sind wir dann gespannt, wie die Einteilung in den zweiten Gängen die Paarung macht. Ja, und das ist ganz ein heißer zweiter Gang geworden. Wieder der Ernst Frener. Ja, das ist ein heißer Kampf. Das könnte noch Schlussgänge sein von grösseren Schwingfestern. Bösch Daniel, Unspunnensieger. Giga Samuel, er der Sieger von der letztjährigen Jahreswertung von allen Schwingern in der ganzen Schweiz. Also zwei Kronfavoriten natürlich am heutigen Tag. Der Giga Semi hat jetzt gerade gewünscht, dass das Bösch Daniel seine Hose noch länger macht, weil der Giga Semi züchtet gern kurz und da braucht er
enge Hosen. Und das wissen natürlich die Gegner auch. Probieren sie dann manchmal mit einer etwas weiteren Einstellung den Gegner nicht gerade so leicht zu zeichnen zu lassen. Aber das ist, sind so taktische Manöver, die dann ab und zu den Schwinger stattfinden. Sie greifen zusammen, warten auf das Gut vom Kampfrichter und dann geht es ganz sicher los. Bösch fängt sofort an, explosiv, und Giger-Semi will einhinken, aber resultatlos an den Rand raus. Zweites Zusammengreifen. Ja, da sind die Zuschauer natürlich alle Augenpaare auf den Platz gerichtet. Vier wunderbare Plätze. Und auf dem Eis, Platz 1, findet jetzt ein von der Spitzenkämpfe statt. Das könnte, wie ich schon gesagt habe, auch der Schlussgang sein vom heutigen Tag. Aber ist jetzt im zweiten Gang bereits die Superpaarung. Giger-Semi, letztes Jahr Teres fertig gemacht im Herbst. Er war im Frauenfeld, nicht in der Spitzler, nicht in der Spitzen-RS in Macklingen. Er wollte auch die Lastwagenprüfung machen und war in seiner Nähe im Frauenfeld. Und er war glücklich, dass er das Frauenfeld die RS machen konnte. Jetzt ein Zug vom Semi, allerdings ist der Bösch etwas verschrocken. Jetzt provozieren sie seinen Boden. Ui, der Bösch hat alle Hemd voll zu tun. Und er gibt ihm. Er gibt ihm. Er gibt ihm. Ist zwar am Rang gewesen, er stummt mich jetzt ein bisschen, dass der Gang, ja, sie sind noch am Diskutieren. Wohl, Giger-Semi, gewinnt der Bösch Daniel am Rand vom Segment. Auch schon hat man hier abgerufen, aber offenbar hat der Kampfrichter etwas anders gesehen und lässt den Gang gelten. Und so damit hat der Giger-Semi nach seinem ersten Gang, den er gewonnen hat, auch seinen zweiten gewinnen können, beide mal mit einem 9,75. Und der Bösch Daniel hat seinen ersten Gang gewonnen gegen den Kreienbühl Tobias und jetzt im zweiten müssen verlieren mit dem Giger-Semi. Ja, das ist natürlich wegweisend für den Weiterverlauf. Bin gespannt, wie der Giger-Semi weitermacht. Wir kommen zu einer weiteren Spitzenpaarung im zweiten Gang. Dorli Kamon, schon viermal Sieger am Interoberländischen Verbandschwingfest, letztjähriger Sieger im Wartau. Er hat den ersten Gang gewonnen gegen den Schneider Domenik, den Thurgauer Eidgenoss. Er kommt jetzt zu tun über mit dem Schlepper Markus, ein Appenzeller, der seinen ersten Gang gewinnen konnte gegen den Bündner Schlegel Sandro, Teilverbandskanzler, also einer, der vor allem stark ist in der Defensive. Schauen, ob er da etwas dagegen haben könnte, wenn der Orli Kamon mit seiner überlegenen Postur in Angriff geht. Also Orli Kamon gegen Schlepper Markus, zweite grosse Spitzenpaarung vom zweiten Durchgang. Der Orli Kamon probiert natürlich schon viele Seiten, dass er besser lernen kann. Übrigens, der Schlepper Markus ist ein Neffe vom Schwingerkönig Schlepper Ernst, in Wolfhalden aufgewachsen und jetzt wohnt er. Ja, das weiss ich jetzt gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall nicht mehr am gleichen Ort, wo er aufgewachsen ist. Und er ist bereits ein Routinier, hat viele Erfahrungen, auch mit schwereren Gängen, gegen gute Gegner und hat auch schon gute Resultate können gegen Sonnige zeigen. Er ist schon recht in der Defensive, schon wenn er hersteht, das sieht man sofort. Wenn er unten reingeht, dann kann der Gegner, in dem Fall der Armon Orlik, nicht recht zeichnen und verhindert so einen scharfen Angriff. Sie haben wieder zusammengegriffen. Orlik zeugt wieder, will lehren auf die andere Seite, will lehren, geht auch nicht. Und so sind sie wieder in einer Ausgangsstellung. Ja, und der Kampfrichter ruft halt, wenn sie am Rand sind. Und so greifen sie wieder zusammen. Und wieder kommt es gut. Sofort Angriff vom Orli Kamon auf die Seite wollen. Wie ein Hüfter ansetzt, gerade auf die andere Seite. Jetzt sieht man fast nichts mehr da hinter den Zuschauern, wenn man kommentieren muss. Aber offenbar ist der Markus wieder rausgekommen. Und es ist gestellt. Es ist gestellt. Ja, das ist jetzt aber tatsächlich
Ein erster Rückschlag für den Armon. Es überrascht mich selber auch. Also da wird der Marco Schlepper sicher nur 8,75 bekommen. Alle kamen sehr wahrscheinlich eine 9. Er war aktiver, hat probiert. Wir schauen ins Notenblatt an. Eine weitere Spitzenpaarung, hier auf Platz 2. Er hat es mit dem Fesai Naim zu tun. Der kommt von Wolfalde, vom gleichen Club wie der Schlepper Markus. Und beide haben den ersten Gang gewonnen. Fesai Naim kommt ebenfalls aus einer Verletzung raus. Er hat lang pausiert, hat es mit den Bändern zu tun bekommen. Fesai Naim ist ein Kosovar, aber sehr gut eingebürgert und sehr gut eingelebt hier in Wolfalde. Der redet den Appenzeller-Dialekt schöner nützen nicht. Und wenn es zu einer Siegerehre kommt, dann hat er erst einmal noch die Appenzeller-Tracht an und hat natürlich auch schon können wackere Kränze auf sein Haupt setzen lassen von der Ehrendame. Einmal ein schönes Bild. Das wäre eben Integration. Fesai Naim. Und das andere, der Burkhalter Stefan, auch der erste Gang gewonnen. Beide siegreich waren. Und so damit ist das eine weitere Spitzenpaarung in dem zweiten Durchgang. Burki immer wieder an den Kopf hoch. Fesai Naim kommt nicht zu seinem Spezialschwung, den er hat, der Kurz. Jetzt lässt er wieder los oder muss wieder loslassen. Es ist mehr getapet jetzt. Für die Zuschauer einmal nicht so schön zum Schauen. Man hat lieber, wenn man Schwung sieht, die aus einem Schwingerbuch sind. Sei das ein Hüfter, ein Schlunk, ein Kurz, ein Brienzer. Jetzt ist das wieder passiert mit dem Kopfgriff vom Burki, aber der Fesai Naim war parat gewesen. Und jetzt, wenn ihr Hintergrundgesang habt, ist da der Jodlerclub von Graps, wo sie sehr ständig gibt als Unterhaltungsteil von dem Schwingfest. Burki zücht wieder und in dem Moment ruft der Kampfrichter ab. Gestellter Gang Fesai Naim, Burkhalter Stefan. Von Rosenburg und Wissi Geissen, sie laufen gut, muss sie nicht heissen. Ein junger Senn ist in der Kracht und Schelle führt, es ist eine Pracht. Es ist eine Pracht. Es ist eine
Schau, das habe ich im 08 gemacht, als Bild im Gabentempel. Und dann hat es der spätere Schwingerkönig, der Matthäus Empach, hat dann sein Bild genommen. Jetzt haben sie mich, bist du ein Schwinger, bitte? Jetzt haben sie mich höher gefragt, ob sie das dürfen verwenden als Emblem. Hoi. Hä? Jetzt gehst du auch noch schwingen? Nein, nur schauen. Nur schauen, aha. Ja, ich bin viel zu bringen. Aha. Wie Grabsen sagen, zu bringen. Okay, gut. Ja, die hier waren auf jeden Fall nicht Spring. Ein Haufen Kinder sind dann eben auf der Platz 1 gekommen, Mütter natürlich stolz fotografiert. Und ihr seht, wie es so zu und her geht. Ein faires Kämpfen war es. Und dann auch ein bewunderndes Zuschauen von denen, die gerechelt haben. Seht ihr? Und hinten zuerst die Hand geben, und dann geht es ran und dann packt man sich. Die Hosen fehlen, aber man weiss genau, wie man sich heben muss. Trüllt man ein bisschen rundherum. Gibt es jetzt einen kurzen, einen Brienzen, einen Weiberhaken? Ja, keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall einfach ein faires Kämpfen. Natürlich auch geholfen beim Recheln, wirklich hilfsbereite Kinder, durch das Wasser fasziniert. Und Wasser braucht es auch eben für die Plätze, damit es eben auch wieder ein bisschen pappig ist, das Segmel. Ja, dann sind wir langsam zum fünften Gang gekommen. Der Diego vorher hat oben schon gewartet. Weiter mit dem Ernst Frener. Ja, da sind wir im fünften Gang zwischen dem Gigasemi und dem Alikam und die zwei Jungspund vom Nordostschweizerischen Schwingerverband. Wenn es da eine Entscheidung gibt, dann ist der Mann sicher im Schlussgang. Wenn es keine gibt, wird es eng. Da werden wir jetzt schauen, was die beiden machen. Beides natürlich hoch talentiert. Gute Saison kann letztes Jahr. Alle kamen und zwar noch verletzt im Schluss der Saison. Aber da, wenn es da einen Sieger gibt, der ist sicher im Schlussgang von dem Rintal-Oberländischen Schwinger. Schwingfest. Beide sind natürlich abwartend in der Haltung. Alle kamen und muss ganz sicher gewinnen, weil er ist 3/4 Punkte zurück. Der Gigasemi ist 3/4 Punkte vor ihm. Ihm könnte ein Gestellter dem vielleicht gleich noch lange für den Schlussgang. Das ist natürlich jetzt eine spannende Auseinandersetzung. Ein Gang, den man vielleicht eher im Schlussgang schon erwartet hätte. Aber jetzt hat die Einteilung so entschieden und hat jetzt die beiden bereits im fünften Gang zusammentun. Man merkt auch jetzt auf der Ränge, es ist ruhig, es ist still. Kein Lärm, man ist gespannt auf den Ausgang, wer zieht zuerst, wer riskiert mehr als der andere. Ja, wir schauen. Am letzten Mal im Zusammengreifen sind die beiden im Schlussgang gsi, und zwar am Berchtoli schwingend, und dort hat Oli Kamon den Semi Giger können abfangen von einem Kurz, genau wie er jetzt zieht, genau gleich. Der Gigasemi hat den abgestellt und hat dann gerade den Konter eingefangen vom Aumann. Jetzt bin ich gespannt, was der Gigasemi macht. Hebt er ihn so, er müsste eigentlich raus, einen Rand raus und den abstellen. Der Orli kam und ist völlig im Konter. Wie lange mögen Sie das geben? Ja, er geht raus. Er geht raus und stellt ihn ab. Er hat letztes Mal am selben Schwingfest, das er verloren hat, hat er da hinten abgestellt und der Anliegen hat sofort blitzschnell gekontert und hat den Gigasemi ins Segmel bitten. Wie ich bereits gesagt habe, sind beide schon mal Sieger gewesen an dem Rintel-Oberländer. Der Anliegen kam schon bereits viermal, Gigasemi 2014. Und jetzt greifen sie wieder zusammen, warten aufs Gut vom Kampfrichter. Jetzt zieht Orlik. Er muss gewinnen, wenn er in den Schlussgang will. Der Semi könnte es mit dem Gestellten, wie ich gesagt habe, lange. Jetzt geht auch der Orlik raus. Sie wissen, was es heisst. Abstellen und dann wird kontert. Jetzt zieht Amon und muss wieder abstellen. Also ist schon interessant, wie es dann plötzlich ruhig wird. Die ganze Arena hin. Komm. Wir tun alles, schauen, wartet, gespannt, was läuft. Ja, Amon, du musst mehr Gas geben als der Semi. Da kommt schon noch etwas, da bin ich fast sicher. Jetzt. Amon sich probiert. Giger verteidigt. Erfolgreich.
da sind natürlich Muskeln bis vor der Führer angespannt, wenn sie so anzeichnet. Und bei den Zuschauern ist mehr der Adrenalinspiegel etwas höher, als er noch vor dem Gang war. Ja, gerade lange haben sie nicht mehr der Zeit. Jetzt zeugt der Semi wieder. Jetzt zeugt der Semi wieder. Nimmt ihn auf. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Jetzt muss er raus, sonst kommt er wieder runter. Ja, tippelt langsam raus. Ganz hoffentlich. Und dann wird abgestellt, da bin ich fast sicher. Ja. Jetzt haben sie gestellt. Also das ist dann nur ein 8,75. Das ist dann nur ein 8,75. Jetzt die beiden Zweitplatzierten im weiteren Spitzengang. Bläs Michael, Appenzeller Eidgenoss, Bösch Daniel, St. Galler Eidgenoss und Unspunnensieger. Und auch hier muss ein Resultat geben, wenn es in den Schlussgang wendet. Sind wir gespannt, was die zwei machen. Beide müssen noch die Gurt noch ein bisschen anziehen. Der Kampfrichter hat das kontrolliert. Und jetzt wird es ihm gegriffen. Wir hatten ja beide einen verlorenen Gang. Bösch Daniel hat mit dem Giger-Semi verloren. Bläs Michael hat mit dem Buchhalter Stefan verloren. Und gerade geht es wieder los. Jetzt zieht der Bösch wieder. Au, oh, jetzt. Kampfrichter hat schon abgerufen. Das war 9. Wer setzt nochmal alles auf eine Karte? Das ist jetzt schon der 5. Gang am heutigen Tag. Der Bläs zieht einmal. Greift an. Jetzt dort der Bösch kontern. Au, oh, jetzt hat er. Kampfrichter hat wieder Halt gerufen, weil es am Platzrang war. Ja, sie kommen wieder zielstrebig hin. Der Bösch wirft noch seinen Kopfschutz weg, seinen Ohrenschutz. Damit wollen sie ja die Verletzungen an den Ohren verhindern. Und jetzt kommt nochmal der letzte Angriff. Ja, jetzt, das ist, glaube ich, passiert. Da können sie noch schnell zusammengreifen und dann wird der Kampfrichter den Gang abbrechen. Ja, es ist gestellt. Ja, jetzt wird es lustig. Wer schafft es jetzt im Schlussgang? Jetzt ist natürlich der Giger-Semi sicher im Schlussgang. Da kann man fast sicher sagen, wer sein Gegner ist, stellt sich später raus. Ja, geschätzte Festbesucher, wow! Ich bin überwältigt. Eine Wahnsinnskulisse. Wir sind 3700 Leute heute hier in Grabs. Wahnsinn! Darf ich etwas probieren mit euch? Wir fangen dort hinten an. Machen wir eine Welle. Ah! Oh! Jetzt hau weiter runter! Hopp, hopp, hopp! Oh! 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 Weiter noch! Hopp, hopp, hopp! Oh! Gut, nochmal! Oh! Da können wir besser nochmal! Los! Hopp! Oh! Jawohl, sehr gut! Danke vielmals! Ich möchte euch noch ganz kurz meine Ehrendamen vorstellen. Das ist Dalin, Karin, wir haben hier Noelin und Elena. Sie haben das super gemacht bis jetzt. Und dann am Schluss natürlich bei der Siegerehrung stehen hier andere Männer in der Mitte, nicht wie ich. Geschätzte Ehrenmitglieder, Ehrengäste, liebe Sponsoren, liebe Gabengeber, liebe Festbesucher. Es ist einfach wirklich eine riesige Freude, haben Sie heute den Weg hier auf Grabs gesucht. Bunden. Wir haben auch Delegationen, wir haben die Delegation vom kantonalen Schwingfest in Wittnau und die Delegation vom nächstjährigen Rindl-Oberländer von Oberried. Ich möchte an dieser Stelle unseren Sponsoren danken und ich möchte gleich den Haupt- und den Co-Sponsoren, die namentlichen, erwähnen. Unser Hauptsponsor ist die Marti Bauleistungen AG in Atzmoos. Co-Sponsoren Bernecker Holzbau AG Grabs
Raiffeisenbank Werdenberg, Mobiliar Buchs, VfA in Buchs, Lippuner EMT Grabs und Malerei Lippuner Lüchinger in Grabs. Vielen herzlichen Dank. Ohne eure finanzielle Unterstützung wäre das gerne nicht möglich, so ein Fest zu organisieren. Ich möchte einen weiteren Dank aussprechen, und das sind unsere extrem vielen Helfer. Wir haben 260 Leute, die uns hier unterstützen an dem Schwingfest. Und einfach vielen herzlichen Dank. Die sind aus dem Verein Männerige Grabs, dem Fußballclub Grabs, Turmverein Grabs, Frauenrige Grabs, Wagenbau Grabs und der Skiclub Grabser Berg. Sie haben alles einheimische Vereine, die uns hier unterstützen. Danke viel, viel mal. Jetzt habe ich noch zwei Vereine vergessen, die muss ich natürlich nachholen. Der Männerchor hat es noch tatkräftig unterstützt und eben auch der Gemischchor. Danke. Jetzt verbleibt mir noch den letzten Dank auszusprechen, und das ist nämlich mein OKA. Wir sind eine achtköpfige Truppe, anderthalb Jahre unterwegs und eine so richtige verschworene Bande geworden. Ich glaube, wir können mal am Montag in ein Loch. Man nimmt mehr zu tun hintereinander, nicht mehr permanent gesehen oder WhatsAppt. Vielen herzlichen Dank euch. Ohne euch wäre das Fest hier nicht zustande gekommen. Ich komme schon zum Schluss. Was gibt es Schöneres, so Wetter zu haben und euch, liebe Grabser, nach 20 Jahren Tschüss sagen können? Ihr wisst es vielleicht, ich fange nächste Woche an als Gemeindepräsidentin Uznach. Und wer euch verloren? Ich hatte 20 ganz tolle Jahre bei euch gehabt, aber wie es so ist im Leben, manchmal geht es ein bisschen anders, als man denkt. Und ich freue mich extrem auf die neue Herausforderung. Ich hoffe, ich konnte etwas zurückgeben, vor allem mit dem Anlass heute. Und möchte euch recht herzlich danken für die letzten 20 Jahre. Liebe Grabser, ciao miteinander. Gut, und jetzt verbleibt mir noch eins. Es ist der sechste Gang, die Spannung steigt. Männer an die Arbeit. Der Diego Forrer, OKA-Präsident. Ja, all die Täfeli-Buben, die vielen Helferinnen und Helfer, denn die an den Tisch natürlich, die das Resultat aufgeschrieben haben, die das Resultat weitergetragen haben, ins Rechenzentrum. Sie sind am ratzfatz gegangen und die Resultate sind bereits dort gewesen. Die Einteilungen zwischen Ranglisten bereits auf dem Netz. Ja, eben an jeder Position volle Konzentration. Und jetzt eben auf in den sechsten Gang mit dem Ernst Frener. Ja, jetzt sind wir hier im sechsten Gang zwischen dem Rüeg Fabian und dem Pösch. Die beiden sind beide im Rang 2 und sind für den Schlussgang nicht in Frage gekommen, weil der Pösch hat einen verlorenen Gang gehabt gegen den Giger Semi. Und der Rüeg Fabian hat vielleicht ein bisschen geringeres Notenblatt gehabt als die, die dann im Schlussgang sind. Die beiden könnten auch Tagessieger werden, wenn es hier einen Sieger gibt und der Schlussgang gestellt rauskommt. Aber das sehen wir dann, wenn der Schlussgang so weit ist. Jetzt zeugt gerade der Pösch mit seinem Spezialschwung, den er hat, sind Spezialkurz und hat der Rüeg Fabian bereits fast Niederlage beigebracht. Also der hier gewinnt, ist ja fast sicher im zweiten Platz. Aber jetzt müssen wir schauen, wie der Rüeg Fabian eine Mittel hat, um gegen den Pösch Daniel da etwas auszurichten. Sie haben wieder zusammengegriffen, schon wieder züchtet Dani. Jetzt leitet er einen Platt mit einem Zehner ins Segmehl. Schöner Schwung, das ist sein Spezialschwung, den er hat, der Pösch Daniel. Sein Spezialkurz. Und Pösch Daniel sind wir ganz sicher im zweiten Rang. Wenn er nicht so vielleicht gerne Tagessieger wäre, kann, sofern es im Schlussgang einen Gestellten gibt. Ja, die Spannung ist gestiegen und natürlich der Platz Nummer 2 bestens präpariert worden, weil auf diesem Platz hat jetzt eben der Schlussgang dann stattgefunden. Der Schlussgang, der 10 Minuten dauert. Nicht zu viel Wasser, nicht zu wenig Wasser, eben genau richtig. Also richtig Regenmacher sind das. Ja, und dann natürlich fachmännische Gespräche am Rand. Um die Hose ist gegangen, der im Alphabet vorne, also der Bläst, die helle Hose, der Giger, hinten die dunkle Hose, damit man eben das auch dann kann unterscheiden, wer eben ist wo gerade dran. Ja, und dann steigen wir langsam ein in den Schlussgang. Dann sehen wir auch, dass die Herren fleissig spritzen. Der Platz nochmal vorbereitet. Der Schlussgang dauert 10 Minuten.
Das ist eine normale Zeit für ein Verbandsschwingfest. An den grossen Festen geht der Schlussgang 15 Minuten. Ja, live ist live. Wir haben schon das Telefon geschellt, darum haben wir einen kleinen Tonausfall gehabt. Beide sehr aktive Schwinger natürlich. Man hätte also dürfen denken, dass eben beide möchten einen schnellen Entscheid haben und nicht 10 Minuten über die ganze Zeit werden gehen. Und dann tut der Toni, der Ernst Frenner. Sie und der Bläs greift sofort an. Die Giger sehen wir mit einem Kurz bereits im ersten Zug. Bläs Michael wollte mit einem Haken anfangen. Aber der Giger sehen wir hat sofort kontert. Und der Bläs bereits im ersten Zug in eine gefährliche Situation gebracht. Bläs Michael sehr wendig. Giger Semi ein typischer Standschwinger, das heisst, er schwingt gern weniger gern den Boden, aber aus dem Stand raus und hat er ganz gefährliche Schwung. Er kennt den Kurz sehr gut. Es ist die stärkste Waffe, die er allweg hat. Und jetzt schauen wir mal, mit was für einem Schwung dass er versucht, das Ziel zu kommen. Oder eben der Bläs. Ui, ja, jetzt war aber ein kurzes Gastspiel. Bereits im zweiten Zug gewinnt der Giger-Semi zum zweiten Mal das Rinteloberländische Verbandsschwingfest. Herzliche Gratulation! Und das nach einer Minute mit einem Weiberhocken hat der Bläs hier besiegt. Und jetzt der Ernst Frenner im Interview mit dem Semi Giger. Versuchen noch ein Interview zu machen mit dem Semi, sobald er etwas verschnauft ist. Mal schauen, was er zu sagen hat zu seinem heutigen Tag zum ersten Fest, das von außen stattgefunden hat. Semi Giger, ich habe eine hohe Freude, dass du hier bei deinem zweiten Antreten wieder gewinnen kannst. Magst du dich an das Jahr 2014 erinnern, wo du 16 warst? Ja, da mag ich mich noch gut daran erinnern. Es war nicht auf dem gleichen Platz, aber etwas gleich schönes Wetter. Und es ist genau gleich gut gelaufen wie heute. Jetzt müssen wir unbedingt schauen, dass wir das Gaps noch mal ein Schwingfest herbringen, vielleicht ein bisschen grösseres, wo du wieder kannst antreten und vielleicht wieder kannst gewinnen kannst. Also wir gratulieren dir ganz herzlich. Was für einen Stellenwert hätte so ein Schwingfest ganz am Anfang von der Saison erst voraus für einen Spitzenschwinger? Ja, ich sage, ist, also um ein Schwingfest wie da, wieder das Gaps kann man schauen, wie man trainiert hat den ganzen Winter. Was für Fortschritte das wir machen können. Und ich sage ja, von, jetzt, von der Größe her, vom Teilnehmerfeld, ist natürlich ist nicht einfach ein Schwingfest. Und ja, darum ist es umso schöner, dass ich es heute gewinnen und von dem Publikum und bei dem Wetter. Ist wirklich super, ja. Wir freuen uns auch. Schauen wir schnell auf dein Notenblatt, das du hast. Wickli-Bert im ersten Gang, ein Teilverbandskanzler aus dem Toggenburg. Ja, mit dem Bert. Ich bin auch schon mehr geschwungen und er ist auch eher unbequemer Gegner. Und heute konnte ich ihn überlisten und am Boden anfahren und so zum Resultat kommen. Man hat ein bisschen gestaunt, dass du am Boden auf das Mal so stark schwingst. Hast du das fleissig trainiert oder hat das auch mit dem Ringen zu tun, was du ja noch tust? Nein, ich denke, mit dem Ringen hat auch weniger zu tun. Das ist, ja, hat man schon den Winter durch, hat man schon trainiert. Dann hast du den Böst angehört. Wow, hat das Publikum gedacht. Du? Ja, der Dani und ich, wir kennen uns sehr gut vom Training. Wir haben jetzt auch den ganzen Winter eigentlich zusammen trainiert. Und von dem her, er gewusst, wie ich schwinge, ich weiß, wie er schwingt. Und jetzt heute uns glücklicher Rennen für mich gewesen. Dann hast du einen weiteren Eidgenoss gehabt, den Appenzeller Zwissi Graffi. Den kennst du allweg aus dem Training. Ja, richtig, ja. Raffi konnte ich dann in einem Kurz gewinnen. Frau Schettil ist so ein bisschen ein Hoffnungsträger von unserem Rintaler, ein Wartauerschwinger. Noch jung, verletzt gewesen, gross in der Postur. Ist nicht so lang gegangen. Nein, ich bin beim zweiten, dritten Mal gegriffen. Ich konnte in einem Weibenhaken gewinnen. Der Gang gegen den Orli Kamon war prägt von gegenseitigem Respekt. Da ist nicht viel gelaufen. Also von außen her gesehen? Ja, das ist richtig. Wir sind offensiv, sage ich jetzt, nicht so geschwungen, wie es vielleicht das Publikum gern gesehen hat. Aber ich sage, schlussendlich ist die Taktik auch noch eine Rolle. Und für mich jetzt gelangt es so. Dann der Schlussgang mit dem Bläs Michi, ein weiterer Eidgenoss, ein Appenzeller.
Auch den kennst du natürlich aus dem Training, fast aus dem FF. Aus dem FF nicht. Aber der Schwingfest haben wir auch schon viel miteinander. Und ja, das ist jetzt für mich super gelaufen. So. Da kann man wirklich sagen, beim Blaise Michael ist ja alles so, er tut sehr offensiv schwingen und sucht dann auch schnell eine Entscheidung. Und du hast da das Gegenmittel gefunden. Ja, das ist richtig. Der Michi sucht auch immer die Entscheidung, ist auf Angriff eingestellt. Und ich sage, das ist auch eher mein Schwingstil. Und von dem her passt man so Gegner eigentlich besser als vorne auf, die nur defensiv schwingen. Jetzt wenn wir die nicht mehr länger aufhalten, wenn wir die springen lassen, der Muni wird schon ungeduldig. Was machst du mit dem? Vor 5 Jahren hast du noch studiert, ob das auch kommt, noch willst du mit heine. Da weißt du noch, ob ich studiert habe. Ja, das weiss ich noch. Ich weiss es nicht mehr. Ich denke, der Muni bleibt heute beim Besitzer. Schön, dann lass dich gerade rüber zum Besitzer und zum Gemeindepräsidenten Niki Lippbauer, Sponsor von unserer Gemeinde. Herzliche Gratulation nochmal und eine tolle Saison wünschen wir dir. Danke vielmals. Merci.